0,25% oder 0,5%? Das ist hier die Frage. Und auffallend ist, dass es hier eine komplette Spaltung gibt. Einerseits zwischen der Wall Street, also den Finanzmärkten, die sagen, naja, das wird eine 0,5er Senkung. Und andererseits sagen Volkswirte, sagen Ökonomen, nee, das wird nur eine 0,25% Senkung. Und die Erklärung dafür dürfte sein, die Wall Street wünscht sich eben eine 0,5er Senkung. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, die Hoffnung, dass die 0,5er Senkung kommt, kommt ja nicht letztendlich durch die Fed. Also es waren keine Fed-Mitglieder, aktiven Fed-Mitglieder, die kurz vor Beginn der Blackout Period gesagt hätten, ja, also wir müssen jetzt richtig scharf agieren, sondern es ist von außen hereingetragen worden von Nick Timiraos vom Wall Street Journal, von Bill Dudley, ehemaliger New York Fed-Chef, von Robert Kaplan, ehemaliger Dallas Fed-Chef, aber kein aktives, noch in der Fed befindliches Mitglied hat sich in dieser Richtung irgendwie nur geäußert. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich vielleicht mal ein bisschen in die Lage der Fed versetzen sollte. Was ist da die Ausgangsposition? Aber mein sehr geschätzter Kollege Markus Hoch sagt, also ich bin im Camp von 0,5% und der hat dafür gute Argumente. Das Ganze wollen wir uns jetzt mal anschauen und dann auch gucken, naja, was würde denn 0,25 und 0,5 jeweils für verschiedene Assetklassen bedeuten. Starten wir mal rein mit eben meinem lieben Markus Koch-Kollegen, der sagte, also die Fed dürfte heute um 50 Basispunkte die Zinsen senken, während eben die Volkswirte sagen, von 114 Befragten sagen nur 9, ja, wir kriegen eine 0,5er Zinssenkung. Also die absolut überwiegende Mehrheit der Ökonomen sagt, nö, das wird nur eine 0,25er Senkung. Die absolut dominante Mehrheit, nämlich etwa 2/3, laut Fed Fund Futures sagen, das wird eine große Zinssenkung. Und auf der Seite von Markus Koch ist eben auch Jeff Gundlach, der Bond-Guru, wenn man so will, auch ein Vertreter der Wall Street, der sagt, ja, die Fed ist bereits deutlich hinter der Kurve. Deswegen muss sie jetzt mit einem großen Schritt agieren und das wird bestätigt oder zeigen auch die Anleihemärkte in gewisser Weise. Hier sehen wir mal die Differenz zwischen der Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe und eben den Leitzinsen. Da sind wir jetzt so tief wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Also da ist irgendetwas faul an dieser Geschichte. Während nämlich diejenigen, die jetzt diese 0,5er Zinssenkung fordern, ja ansonsten sagen, naja, aber wir haben doch ein Soft Landing, was irgendwie nicht so ganz zusammenpasst, warum die Fed dann unbedingt 0,5 senken muss, ist es eben jetzt die Botschaft auch der Anleihemärkte, dass vielleicht die Lage doch ja, dramatischer ist oder sind die Anleihemärkte da auch über das Ziel hinausgeschossen? Das ist die große Frage. Jetzt gucken wir uns mal eben diese Zwickmühle an für Fed-Chef Powell. Auf der einen Seite, wenn er jetzt gleich ziemlich reinknallt oder die Fed ziemlich reinknallt mit einer 0,5er Senkung, dann ist natürlich ein gewisses Risiko wieder da, dass die Animal Spirits wieder so ein bisschen hervorgerufen werden, also sozusagen diese Euphorie wieder dann richtig nach oben kommt. Und wir haben gesehen, die Financial Conditions sind ja schon so locker. Die sind lockerer als zu dem Zeitpunkt, als die Fed überhaupt begonnen hat, die Zinsen zu senken. Auf der anderen Seite werden andere sagen, naja, aber wenn sie nur 0,25 senkt, dann stärkt sie das Risiko für eine Rezession. Also eine komische Geschichte. Die Citigroup erwartet diesmal 0,25, geht aber davon aus, dass dann eben zweimal 0,5er Senkungen kommen. Das ist die eine Einschätzung und wir wollen uns jetzt mal anschauen, diejenigen, die sich für die 0,5er Zinssenkung stark machen oder die erwarten, die berufen sich auf das, was Jerome Powell in Jackson Hole gesagt hat am 23. August, als er zum Beispiel gesagt hat, eben es ist jetzt die Zeit gekommen für eine geldpolitische Wende. Und vor allem, dass die Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Arbeitsmarkt, dass sich da durchaus etwas geändert hat. Da hat sich sozusagen eine evolving situation ergeben, also eine Änderung der Situation. Und damit hat er begründet, okay, jetzt machen wir die geldpolitische Wende. Das war am 23. August. Damit hat Paul gesagt, okay, wir werden im September die Zinsen senken. Das ist ja allen klar, aber wie stark ist eben nicht klar. Ein Argument für eine stärkere Senkung wäre,
wäre auch, dass wir jetzt zum Beispiel einen starken Anstieg im September bereits gesehen haben, was die Bankrotte betrifft. Also die Insolvenzen nehmen deutlich zu, auch eine Folge natürlich der hohen Zinsen, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite, und diese Grafiken hatte ich schon gezeigt, sehen wir, dass der City Economic Surprise Index sich deutlich verbessert hat. Und gucken wir mal hin, hier diese Aussagen von Powell, die sind am 23. August gekommen. Damals waren die Daten sehr, sehr schlecht eigentlich. Da hatten wir vorher Anfang August diesen Arbeitsmarktbericht, der deutlich enttäuscht hat. Da hatten wir dann den schwachen ISM Manufacturing Index. Und all das war natürlich eine Situation, in der man schon sagen kann, gut, jetzt ist es wirklich Zeit, die Zinsen zu senken. Aber seitdem sind die Daten wieder besser geworden, während gleichzeitig eben die Zinssenkungserwartungen komplett nach oben geschossen sind durch Timiraos, durch Dudley und auch durch Kaplan, also externe Beobachter, wenn man so will, der Situation. Und jetzt gucken wir nochmal zurück auf die letzte Sitzung der FED. Die offizielle Sitzung war ja, oder die letzte offizielle Sitzung war ja am 31. Juli. Und da heißt es noch, ja, die Wirtschaft ist stark, has continued to expand, also sie hat sich sogar weiter verbessert und so weiter und so fort. Wachstum bei Konsumausgaben, so Paul dann in der anschließenden Pressekonferenz, lässt nach, aber weiterhin solide. Daten deuten hin auf einen starken, aber nicht überhitzten, nicht mehr überhitzten Arbeitsmarkt. Und über eine Zinssenkung um 50 Basispunkte denken wir derzeit nicht nach. Also da war das noch sehr weit entfernt, diese 0,5er Senkung. Und dann wurden zwischenzeitlich die Daten schwächer und dann wurden die Daten wieder besser. Aber gleichzeitig kam relativ kurzfristig diese 0,5er These ins Spiel. Aber so oder so, das Entscheidende wird jetzt eben sein, das, was die Fed in diesen Projections und in den Dotplots sagen wird, also Projections, Ausblick auf Inflationsentwicklung und Wirtschaftsentwicklung und die Dotplots, das, was die FED-Mitglieder selber an Zinssenkungen erwarten. Und hier gibt es eine riesige Differenz zwischen den Märkten, die sehr viele Zinssenkungen einpreisen, und der FED selber aus den letzten Dotplots. Die Differenz dürfte sich heute verringern, aber die Frage ist, wie stark verringert sie sich? Das ist wahrscheinlich das Entscheidende. Wie Wells Fargo hier sagt, ja, die Frage 0,25 oder 0,50 ist Noise. Entscheidend ist eben, was die Fed uns hier weiter kommunizieren wird. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der von vielen außer Acht gelassen wird, ist ja die Lage innerhalb der Fed selbst. Hier habe ich mal eine Grafik über eher hawkische und eher dovische Mitglieder der Fed und ob sie stimmberechtigt sind oder nicht. Und hier sehen wir solche Leute wie Waller, wie Bostic, wie Bowman, die mit Sicherheit nicht zufrieden wären mit einer 0,5% Senkung. Bostic zum Beispiel hat vor kurzem noch gesagt, ja, vielleicht machen wir eine Zinssenkung am Ende des Jahres. Dann hat er kürzlich gesagt, ja, ich bin offen für eine Zinssenkung. Oder eine Bowman, die eigentlich sagt, naja, wir riskieren, dass die Inflation wieder nach oben geht. Ein Waller, der sich auch skeptisch zeigt. Also, das wird schwierig zu vermitteln sein, hier irgendwo eine Einstimmigkeit herzukriegen innerhalb der Fed. Aber genau das ist das, was eigentlich seit Powell Fed-Chef ist, angestrebt wird. Warum? Weil Powell denkt, naja gut, wenn wir hier einheitlich kommunizieren, dann gibt das Sicherheit in Wirtschaft und Finanzmärkten. Dagegen, wenn wir gespalten sind, das ist nicht gut. Und wir sehen, unter Powell sind die Dissenter, also die Abweichler, in der Regel ganz, ganz gering. Wir hatten zuletzt 22 mal zwei Abweichler. Das war's aber dann. Normalerweise strebt Powell eine 12-0er Abstimmung an. Und das würde er nicht hinkriegen. Da bin ich ziemlich sicher, mit einer 0,5er Senkung. Also Paul muss Rücksicht nehmen auf das Stimmungsbild innerhalb der Fed, und da ist eine 0,5er Senkung relativ schwer zu verkaufen aus meiner Sicht. Und jetzt kommt noch hinzu, dass diese 0,5er Senkung natürlich auch politischen Sprengstoff bieten würde. Ich bin ziemlich sicher, dass Seth Donald sagen würde, ja, damit helft ihr den Demokraten, das ist aktives Einmischen in den Wahlkampf. Und ja, das ist wahrscheinlich so, wenn hier 50 Basispunkte gesenkt würde, dann dürfte das den
den Demokraten helfen im Vorfeld der Wahl? Ohnehin haben ja Elizabeth Warren und zwei andere Senatoren von den Demokraten gesagt, ja, wir wollen gleich 0,75. Also das ist auch politisch durchaus eine Geschichte. Und wenn man da alles zusammenzählt, dann würde ich eben gegen Markus Koch wetten und sagen, die Fed wird die Zinsen nur um 0,25% senken. Kann ich mich da komplett irren, komplett gegen die Wand fahren? Absolut klar. Natürlich, das ist durchaus drin, aber in Abwägung der Faktoren würde ich sagen, es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit eben für diese 0,25% Senkung. Und dann kommt noch dazu, dass wir schon sehen, dass natürlich die Leute auf die absehbare Zinsentwicklung reagieren. Wir haben zum Beispiel heute die Weekly Mortgage Anträge, also die Hypothekenanträge. Die sind massiv gestiegen, jetzt um 14%. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie ganz massiv gestiegen, also zum Vorjahresmonat in derselben Woche. Also wir sehen, die Leute sagen sich, naja, jetzt werden die Zinsen wieder günstiger. Jetzt werden wir aber ganz schön auf die Kacke hauen, auf Deutsch gesagt. Und da sehen wir eben, dass die Financial Conditions dann extrem locker würden, wenn jetzt gleich eine 0,5er Zinssenkung hier mal angeboten würde. Wir hatten heute dann auch die Daten aus den USA in Sachen Baubeginne und Baugenehmigungen. Beides auch deutlich besser. Größter Anstieg bei den Baubeginnen seit April. Also wir sehen, da ist gleich schon wieder ein bisschen Euphorie drin, ein bisschen Hurra drin. Und das in der Situation, wo jetzt zumindest laut Atlanta GDP Now Tracker, also der Prognose, wie jetzt das BIP ausfallen wird, mit 3,0% deutlich besser ist als zum Zeitpunkt, als die Fed ihre letzte Sitzung hatte, also Ende Juli, und auch deutlich besser vor allem als zu dem Zeitpunkt 23. August, als Jerome Powell in Jackson Hole die Zinswende angekündigt hat. Da waren wir ziemlich auf dem Tief, was sozusagen die Prognosen für die Wirtschaft betraf, und das hat sich jetzt deutlich verbessert, sichtbar auch, wie gesagt, am City Economic Surprise Index. Jetzt gucken wir uns mal an, was derzeit erwartet wird. Etwa zwei Drittel erwarten ja heute eine große Zinssenkung, und die Konsenserwartung, die mit der größten Wahrscheinlichkeit, geht davon aus, dass wir dann am 18.12., also noch Ende diesen Jahres, dann bei 4,0 bis 4,25% sein werden. Also eine Senkung bis dahin von 1,25%. Wenn die Fed jetzt heute nur 0,25 senkt, dann müsste da schon auf jeden Fall ein ziemlicher Hammer kommen, dass das überhaupt passiert, nämlich bei den nächsten beiden Sitzungen von jeweils 0,5%. Also das wäre schon ein großer Schluck aus der Pulle. Und manche sagen, wie PIMCO zum Beispiel, ja, die Märkte erwarten zu viel. Und man bezieht sich hier vor allem auf die Anleihemärkte auch, nachdem ja die Renditen sehr stark gefallen sind. Gleichzeitig sehen wir hier, dass die Long-Term Inflation Expectations zwar ein bisschen zurückgegangen sind, aber eben noch relativ hoch sind. Also wir sehen, da ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, keiner erwartet mehr Inflation. PIMCO sagt sogar, naja, wir erwarten eine anziehende Inflation. Und heute dann Aussagen von James Bullard, auch ehemaliges Fed-Mitglied, der gesagt hat, also die Fed sollte 25 Basispunkte heute senken. Also die Argumentation für eine 0,5er Senkung ist overblown, ist also völlig übertrieben, und die Frage ist, hat hier der gute Ballard noch Kontakt in die Fed, in die aktiven Fed-Mitglieder? Weiß er was oder warum sagt er das? Das ist die große Frage. Insgesamt, hier sehen wir mal einen Titel der Zeitschrift Barron's noch aus dem Juni diesen Jahres. Da heißt es noch, ja, warum Paul und die Fed die Zinsen überhaupt nicht senken werden. Das ging also relativ schnell. Juni noch gar keine Senkung laut Barron's, und jetzt plötzlich, oh, wir müssen die Zinsen um 0,5% senken, aber wir gehen gleichzeitig davon aus, dass die Wirtschaft relativ solide ist, ein Soft Landing machen wird. Das alles passt nicht so richtig zusammen. Was jetzt an den Märkten passieren dürfte, das versuche ich im zweiten Teil mal darzulegen, nämlich wenn die Zinsen nur um 0,25 oder eben um 0,5% gesenkt werden. Ich packe den Link unten drunter. Ich denke, das wird nochmal richtig spannend, was da letztendlich an Reaktionen zu erwarten ist, und verweise als zweites nochmal hier auf einen Artikel bei Finanzmarktwelt über die Deindustrialisierung in Deutschland. Anderes Thema, aber da hat mein Kollege Claudio Kummerfeld das mal super aufgelistet, warum wir wirklich hier in Deutschland ein Problem haben. Aber zunächst mal lade ich Sie ein für den zweiten Teil. Link, wie gesagt, unter dem Video. Also bis gleich, wir sehen uns.